Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute: Lindauer Gartentage. Man sieht hier die Lindauer Insel im Nebel. Überall sonst hat es Sonne, aber hier Nebel. Dafür wunderschöne Pflanzen am Stand von Allgäustauden. Hier vor der Kamera Peter Koch. Du wolltest uns noch eine spezielle Pflanze vorstellen. Ja, und zwar eine frühblühende Trollblume. Ja, das wäre diese Pflanze hier. Hier sieht die Blüte, so sieht die Blüte aus, wenn sie vorentwickelt ist. Hier die Knospen, die an und für sich auch schon sehr schön aussehen. Sozusagen auf ein Versprechen auf mehr, auf Farbe, auf Licht, auf Sonne. Was ist das für eine Staude? Was sind die Vorteile im Garten der Trollblume? Die Trollblume, die ist nicht nur eine Staude für den Garten, sondern man kann sie an bisschen humoseren, feuchteren Stellen auch gut verwildern lassen. Das funktioniert ganz gut. Verwildert die über Samen oder über Ausläufer? Oder? Auch über Samen, aber es bildet auch stabile Horste aus. Ja. Mhm. Und Trollblume ist ja natürlich eine heimische Pflanze und früher sehr viel verbreitet in Feuchtwiesen und jetzt wird es immer weniger. Und da liegt nichts näher, als er sich in den Garten zu holen. Und diese Sorte ist jetzt eine sehr alte Sorte. Der Name ist Earliest of All, stimmt nicht mehr ganz. Es gibt noch frühere. Ja, also es ist immer ein Problem mit alten Sortennamen, dass sie eben von der Zeit überholt sind. Genau. Aber trotzdem, sie ist sehr schön und vor allem, sie treibt praktisch an und hat die Knospe schon in sich und schiebt dann die Knospe immer weiter nach oben, bis die Blüte aufgeht. Und also im Prinzip wächst der Trieb, während die Blüte aufgeht. Genau, aber die Knospe sitzt schon in der Basis mit dabei. Ja, und die anderen Trollblumen, die wachsen zuerst ein bisschen und schieben dann erst die Knospe raus. Okay. Und somit hat man da wirklich dieses Versprechen, wo du gesagt hast, die sind schon, das hat man sehr früh bei der. Und man kann sich lange dran freuen. Wie lange blüht die Trollblume oder diese Trollblume? Die Blüte selber ist dann circa 2 Wochen, aber die Knospe sieht man dann schon 3-4 Wochen vorher, wie sie sich entwickelt. Genau. Vielleicht nochmals die Ansprüche im Garten? Die mögen nicht so feucht stehen wie die Wildart. Die können also ohne weiteres in einem ganz normalen Boden kultiviert werden. Da sind andere eingekreuzt, die trockener mögen. Und von dem her eine ganz zuverlässige Gartenstaude. Herzlichen Dank, Peter Koch von Allgäustauden. Jetzt musst du zurück zu deinem Stand und die Kunden bedienen. Ja.